So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. Gerade war sowas auf dem Bildschirm, du wurdest gezeichnet. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich was ganz Schlimmes, dass sie mich jetzt suchen werden und verhaften werden. Na, was verhaften? Die sind doch keine Polizisten. Aber halt töten wollen. Ich habe hier einen Raum entdeckt, den hier verschlossen Schlüssel benötigt. Ich suche jetzt diesen Schlüssel. Nur man kann da nirgendwo durch. Ja, ich suche und suche, aber ich finde hier einfach nichts. Was denn, die haben da doch noch ein Haus. Da kann man vielleicht durch das Fenster rein. Das bringt nichts. Da muss man doch hochkommen, oder? Das Teil ist doch nicht umsonst da. Nee. Na, ist nicht so leicht. Ich würde da gerne rein, da ist bestimmt. Ja, das ist so interessant, ich sehe es doch. Aber wartet mal ganz kurz, wartet. Wartet mal ganz kurz. Seht ihr? Wow. Ach du Scheiße, ist das geil. Ey, nein, 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 was mache ich? Na gut, ja. Ein Flammenwerfer ist schon cool. Na gut. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eine neue Folge. Die Deputy-Jagd-Saison ist eröffnet. Bringe dich um, wir haben eine Blitzkugel. Nimm die Blitzgeschosse. Raumlegen. Wow, was ist los? Ich finde aber diese ganzen Far Crys, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich finde die einfach viel zu magisch irgendwie. Die sind so magisch und so irgendwie einfach nicht real einfach. Ich mag lieber solche Spiele, die wirklich realistisch sind. Und sowas, wenn ich sowas sehe, so ein Fantasy-Scheiß, also das. Die Reinigung beginnt mit diesen ganzen, mit dieser ganzen Magik. Ich mag sowas einfach nicht. Ich mag einfach ein Spiel, was wirklich realistisch ist und nicht irgendwelche magischen Dinger zeigt. Denn nur dann können wir im Lichte Gottes stehen. Dieser Penner. Ey, nein, will ich nicht. Paradies. Der da nicht. Was ist los? Er ist nicht rein. Verbottest du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Was geht hier ab? Dieser Penner, ich würde ihn am besten gleich umbringen wollen. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden.
Will ich nicht. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Ich lehne ab. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Türen nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Was geht denn mit denen ab? Was haben die genommen? Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsöhnung wert bist. Ich bin gerade echt sprachlos. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein, erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Baggies! What? Was geht denn hier ab, ey, Leute? Ich hatte sowas noch nie. Was habe ich denn gemacht? Bleib bei mir. Den kenne ich doch. Den ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Okay, aber ich habe jetzt nur diese Waffe. Scheiße, ich brauche eigentlich ein Gewehr. Warte, können wir da irgendwas rausnehmen? Wow! Ne, okay, da können wir nichts mehr rausnehmen. Mann, die Stimme von diesem Typen macht mich krank. Na, super. Hilfe! Das macht es wieder gut. Oh. Hey, was mach ich, was mach ich, was mach ich? Scheiß Peggy. Was, die auch? Die auch? Ich wusste nicht, wer wer ist. Ach Gott. Okay, nochmal. Aber diesmal machen wir es ein bisschen logischer. So. Ich komme nicht damit, sondern ich komme damit. So. Nicht direkt vorrennen. Langsam. Ey, was hast du da? Ihr
Ja, dann geh doch aus dem Weg wenigstens. Na super. Sehr gut. Gib mir schnell irgendwie ein Ding. Ja. Sehr schön, wie die alle zu mir hinlaufen. So, gut. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Jetzt musst du die mal erstmal plündern und Munition aufsammeln. Und so weiter. Wir haben schon 4500 Dollar. Das ist doch gut. Und so, Moment. Ich muss mal erstmal noch... auch noch da hoch. So habe ich nicht vor abzutreten. Ich sehe nachts am besten. Scheiße. Schauen wir mal, was hier ist. Nix. So. Gehen wir mal da hoch. Plündern. Ja, gut. So. Gut, dann gehen wir mal vor. Hier ist noch einer. Ja. Was? Achso, wir müssen erstmal mit dem reden. Na gut. Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Ich bin sehr ungern auf dieser Seite einer Waffe. Aha, sorry. Komm her, ich habe einen Plan. Ja gut, jetzt lassen wir es. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Hab ich schon. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Ziel nicht auf mich! Ja. Ist schon gut. Bin direkt hinter dir. Ja. Was machen die hier? Ihr habt auch Beine, ne? Die da erstmal umdrehen, bin ich schon da. Und wehe, die überfahren mich jetzt noch. Wow. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Ja. Du musst nicht hin. Ich dachte, ich bin hinüber. Wow. Pass auf, Leute, passt auf. Was ist das? Einfach nur grünes Licht, okay. Ach, Mist! Ich habe mir gedacht, ich schaffe es doch noch dadurch. Aber da muss ich gut timen können. Also da muss ich wirklich genau schätzen, wann ich darüber kann. Während die nachladen so. Na gut. Habe ich sie jetzt befreit? Ja, habe ich schon. Okay. Moment.
Wir können da doch rüber, oder? Ja. Okay. Ey. Na super. Ja gut, hier rüber, okay, aber dann. Dann müssen wir ja noch darüber und da können wir darüber, oder? Ja. Gibt's hier noch eine Seillinie oder so? Ne, gibt's nicht. Okay. Gut, jetzt schnell. Schnell, schnell, schnell. Geschafft. Ich muss erstmal diese Typen hier töten, die hier die ganze Zeit werfen. Ah, da drüben sind sie. So. Wirklich um jeden Preis in Johns Bunker bringen. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Der alte Mörder hat die Spannung förmlich riechen. Ey! Ja, toll! Mist. Okay, gut. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Ha. Was ist das? Was ist das? Wow! Ey! Kranke Typen, ey! Ja, beschütz mich auch! Ich bin dir also nicht egal? Nee, wenn du mich beschützt nicht. Ey! Komm, tötet den doch! Zum nächsten ist dieser Typ fähig. Nochmal rette ich dich nicht, Arschloch. Überlebe. Ja. Nö, diesmal rette ich ihn nicht. Wow, wow, wow. Na toll, das ist echt viel zu schwer, wirklich. Ich muss glaube ich auf leicht stellen. Viel zu schwer ist das wirklich. Also, manchmal sind die Missionen so einfach und manchmal so schwer. Das ist. Na gut, aber das ist auch John Seed, ne? Das ist jetzt schon einer der Mächtigen. Und du beschützt mich, ja? Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der so, ich muss jetzt hier alles vollballern. Voll. Voll, komplett. So, hier noch näher, komm. Schnell, 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 schnell.
Greif die doch an! Das sind viel zu viele einzelne Menschen. Tja, was für Menschen? Idioten. Arschlöcher sind das. Ja, super. Klasse. Ich muss mir deine andere Taktik ausdenken. So wird das nix. So wird das einfach nix. Direkt. Direkt an dieses Teil. Direkt. Komm. So, jetzt muss ich schauen. Also ich muss da irgendwie. Wartet mal ganz kurz. So. So. Jetzt habe ich's. Greif doch auch an mit deiner Pistole! Ist dunkler als im Arsch des Teufels hier draußen. Ja, ja. Ich verteidige hier, du da. Komm. Dann schaffen wir es auch. Schau doch, da laufen die doch zu uns her. Alles muss man selber machen, ey. Wirklich. Das ist wirklich so. Nix, die helfen mir einfach gar nicht. Keiner hilft mir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wirklich, also. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich bekomme jetzt endlich Unterstützung. Ach, das ist der hier. Nein, und mich rettet wieder mal keiner, ne? Ist mir wurscht, ist mir egal. Komm! Komm weg. Weg! Mein Puls ist auf 1 Million oder so. Ja, meiner auch. Du hast uns wirklich den Arsch gerettet. Wer weiß, was diese Mistkerle mit uns vorhaben. Ja, stimmt, ich habe euch den Arsch gerettet, nicht ihr. Ihr habt gar nichts gemacht. Der hat, glaube ich, noch nicht mal einen Schuss abgefeuert. Jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Sie nehmen uns gegen unseren Willen mit. Ich bin deine Freundin, aber False End ist nur ein Teil der Gemeinde, die unsere Hilfe braucht. Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen. Versprochen. Ich würde noch nichts versprechen. Die glauben wirklich, dass sie uns retten? Uns retten? Eingesperrt in so einem Drecksloch? Leck mich am Arsch. Diese Feiglinge haben mich überwältigt. Sie sagten, sie retten mich. Ich sollte dem Vater vertrauen. Wer zum Geier ist dieser Vater überhaupt? Die hätten mich abknallen sollen. Bisher war ich nur sauer. Jetzt will ich Fuchs Teufels wählen. Ich erstmal
erstmal verdauen. Ich stoße später zum Widerstand. Verlass dich drauf. Ich kämpfe weiter, bis Sonn Schwanzgesicht zieht. Kaum zu glauben, dass du da leben. Ey! Das war doch was versehen. Okay, gut, wohin jetzt? Also, ja, die Karte sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. So. Lamb of God. Hierhin. Gut. Da fliege ich jetzt hin. Ja. Ja, das ist manchmal wirklich, manchmal ist das Spiel wirklich schwer. Wow, was macht der denn hier? Er wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein. Aber wegen mir soll den erledige ich gleich auf mit meiner Art und Weise. Ja. Super erledigt. Ja, ich hab die erledigt, das muss ich sagen. Aber ich hab mich auch erledigt. Okay, gut. Nochmal von vorne. Warte, hier ist jemand. Keine Lust, da jetzt zu landen. Jungspund, alles in Ordnung? Hab gehört, was passiert ist. Zum Glück war Jerome zur Stelle, oder? War wirklich ein guter Zug von dir, diese Leute vor Johns Reinigung zu bewahren. Er wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein. Aber wegen mir soll er sich ins Knie ficken. Mach nur weiter so. Dutch out. So, jetzt sind wir bei dieser Kirche. Haben wir noch Munition? Haben wir irgendwas zum Werfen? So, okay, gut. Moment. Ich mach das jetzt so. Okay, gut, komm. Bin unterwegs. Sehr gut. Los, rein da. Hey, hier oben. Ich brauch deine Hilfe. Wir können los. Holen wir sie uns. Sieg den Teufel schöne Grüße von mir. Zwei Sekunden zum Nachladen. Da kommt was auf uns zu. Ja, das stimmt. Und wie komme ich da hoch? Ja, wie bist du da hochgekommen? Ich bin hier oben im Turm.
Ja, schrei doch nicht so. Wie zielsicher bist du denn? Ich weiß nicht. Ich habe schon gehört, dass die Sekte das Leben schwer macht. Das ist ein gutes Timing. Siehst du die Gräber da? Okay, die Sekte bekannt. Wir müssen diese Denkmäler schützen und den Geist des Widerstands am Leben erhalten. Achte auf den Südosten. Moment. Ich mach das schon. Geh da runter. Ich geb die Deckung. Aha, ich muss runter. Ja, dann lieber das andere. Jetzt ist es runtergefallen. Och, ja! Verteidige mich! Okay. Gar nicht mehr so schlecht, dieses Teil. Ey! Von Osten her! Sehr gut. Ich lauf los! Wow! Grace! Grace! Wow! Wo ist Grace? Warum hilft die mir nicht? Das ist doch zum Weinen, ist das doch. Diese Grace, die verteidigt mich, ja klar. Wo hat die mich denn verteidigt? Ne, es hilft einfach nichts. Ich muss den Nick rufen. Der Nick wird dann von oben bombardieren. Ganz einfach. Das hilft einfach nichts. Die unten, die können einfach nichts. Ganz einfach. So. Jetzt Nick. So. Pass auf dich auf, hörst du? Wirklich seltsam, was einem durch den Kopf rauscht, wenn man unter Stress steht. Ich zum Beispiel erinnere mich. Gut. Ich sehe es! Was ist das? Na toll. Auf ein anderes Grab. Das wird ab. Die Straße, die Straße. Super. Klasse. Klasse. Einfach nur klasse. Wie soll ich das denn schaffen alleine? Alleine gegen so viele. Ja, gegen so viele Angreifer, wie soll ich das denn schaffen? Na gut. Und ich habe noch 3. Rücke vor. So. Jetzt reicht's mir. Nein, jetzt reicht's mir. Grace, angreifen! Grace, angreifen! Okay, die greift einen an. Gut.
Südost, Südost. Südosten, okay, hier, hierher. Da. Angreifen. So ein Arschloch, ey. Wow, wow, weg, weg von dem, weg. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weg da! Grace! Ich werd hier noch verrückt. Das ist doch zum Weinen. Ja. Schutz! Null. Gar nichts haben die mich geschützt. So, jetzt. Bitte rette mich jetzt auch. Komm. Mich jetzt bitte auch retten. Was soll der Scheiß denn überhaupt? Das ist doch für Arsche, oder was? Ja, fertig. Wie soll ich das denn nur mit zwei Personen, die wirklich aktiv mithelfen, wie soll ich denn gegen so viele Menschen da irgendwas erreichen? Das geht doch nicht. Die Sünde muss bla. Also ich muss wirklich sagen, das Schwierigkeitsgrad Mittel ist schon wirklich richtig schwer, ne? Grace, bitte. Greif an. Du musst nirgendwo hingehen, greif die einfach an. Ich mach das schon. Geh da runter. Ich geb die Deckung. Ich hab Peggy's gesichtet. Geh runter. Ich werd hier noch verrückt, ey. Ach komm. Ja, das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Wir sind einfach zu schlecht. Wir sind einfach zu schlecht. Wir sind zu schlecht ausgerüstet. Die Grace hilft nichts. Also, was soll ich da machen? Da kann ich einfach nichts machen. Das tut mir dann wirklich sehr leid, aber das. Ja. Wie beeilen? Bist du blöd, Grace? Wo ist sie denn überhaupt? Wo schützt die uns? Die schützt uns doch gar nicht. Ich muss mich einfach selber schützen, ne? Ganz einfach. Ich schütze mich jetzt auch einfach selber. Wenn diese scheiß Grabmäler kaputt gehen, dann tut's mir schrecklich leid, aber ich will hier bestimmt nicht sterben.
Genau, einfach so wie er. Ich schütze mir einfach. Warum sollte ich da irgendwie. Ich weiß nicht, wen spielen hier. Ja, bitte angreifen. Ich lauf los! Angreifen! Wenn möglich, natürlich. Ich auch. Ja, ich auch. Danke, Papa. Boah, ist das ein Stress hier. Sprich mit Grace. Na, Grace, du. Kann ich jetzt nichts machen. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde es nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte dir den Rücken frei. Na, das glaube ich. Was macht die? Das, Grace, das glaube ich nämlich nicht, weil du hast mich nämlich ganz wenig beschützt. Also da hast du mich nicht unbedingt begeistert. Ich weiß nicht, wie viel du von mir weißt. Viele Leute reden von einer Bronzemedaille. Schau mal, was hier abgeht. Ja, was interessiert mich, was wer du bist? Ich gehe in Sachen ab, ey, und du willst mir hier erzählen, wer du bist. Ja, interessiert mich doch nicht. Knochenhart und eine Kämpfernatur, genau wie ihr Vater. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten. Nee, bestimmt nicht. Da kommt was auf uns zu! Was denn? Scheiße! So. Gut. So, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Ah, das schaut schon viel, viel besser aus. Hier muss irgendwas sein. Hier in der Mitte muss irgendwas sein. Warte, Nebenmission. Naja, Nebenmission interessiert mich nicht. Ich schau mal wieder. Logbuch, so. Story-Mission haben wir 2. Nebenmission, Sekten, Außenposten. Da laufen wir hin. Dasselbe Zeug, mit dem diese Arschlöcher Nick und mich angegriffen haben. Schalte sie alle aus. Wow, was ist das? Nimm Nicks Flugzeug. Der hat bestimmt nichts dagegen. Knallt den Bär ab! Gut, jetzt haben wir ihn. Köder. Das sieht ja. Ein Waffenhändler wäre hier auch ganz gut. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe keine Munition mehr. Das hätte schief gehen. Nee.
Nee. Das lassen wir mal schön in Ruhe. Da habe ich jetzt keine Lust, mich jetzt hier umzubringen. Es wäre Selbstmord, wenn ich da jetzt hingehen würde. Aber schaut mal, die Texturen sind auch scharf. Also, da gibt es anscheinend nicht viel Unterschied zwischen HD-Texturen und Nicht-HD-Texturen oder was auch immer das bedeuten soll. Ey, das geht ja mal gar nicht hier. Die schießen hier einfach auf so einen armen Menschen hier. Ja. Naja, kann man nichts machen. Ich lauf los! Wow! Nick, wo bist du? Ich ertrage das nicht mehr lange! Ich brauche Hilfe! Ja, ich auch. Oh. Naja. So. Nochmal. Diesmal wäre ein Auto ganz gut. Pastor Jerome versucht möglichst viele Leute zu retten. Pastor Jerome versucht möglichst viele Leute zu retten und Mary May versucht sie gegen den Kult zu einen. Sie arbeiten aus Fort. Da ist eine bessere Stelle. Weg. Oder auch nicht. Doch, weg. Ach du Scheiße, weg hier. Wir müssen hier weg und zwar so schnell. So, wo ist er? Ja, dann zeig mal. Sehr gut. Sehr gut, Nick. Oder auch nicht. Nicht! Na super. Aber der ist wirklich gut, dieser Nick. Macht der? Ich sehe das Ziel. Leg mich fest, ich krieg was ab. Wenn ich
bin am Arsch, wenn du mir nicht hilfst. Mein Leben lief von meinen Augen ab. Das Ziel ist nicht gut. Da sind Verbündete. So. Nein, bitte nicht. Wenn die Sekte dich in die Finger bekommt, werden sie dich läutern wollen. Okay. Wer Grace kennt, der weiß, dass sie keine halben Sachen macht. Die Ausrüstung in ihrem Bunker muss erste Sahne sein. Also, wenn sie nicht verbrannt ist, meine ich. Ich hab keinen Sichtkontakt. Was soll ich machen? Gar nichts. Komm, wir steigen ein und fahren dahin jetzt. Oh, nicht mal fahren können diese Idioten. Ey! Ne. Wo wollte ich hin? Hier hin. So. Manchmal lenkt er automatisch und manchmal nicht. Ich finde, er sollte nur wenn ich so nach links oder nach rechts höre, dann lenkt er automatisch. Oder? Ja, und das finde ich halt unrealistisch, weil ich bin jetzt nur auf dem Gas. Ich finde, man sollte selber lenken können. Wartet mal ganz kurz. Ich schau mal kurz nach den Optionen. Gameplay. Können wir es vielleicht einstellen? Fahrhilfe automatisch. Aha, so. Schwierigkeitsgrad, komm, wir machen einfach. Das ist einfach zu viel zu schwer. Ganz ehrlich. Angreifen. Sehr gut. So. Ab geht's. Ich habe keine Munition mehr. Ob das so eine gute Idee ist? Glaube nicht. Verstanden. Ob das eine gute Idee ist. Oh, weg, 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 weg! Angreifen! Ich glaube, ich muss aufhören. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, ein Abo und einen Kommentar. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilen könntet, meinen Kanal teilen könntet und auch die Glocke aktivieren könntet. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also dann, macht's gut und ciao.
euer Gaming Freak.